So, meine lieben Freunde, es ist jetzt 1.45 Uhr und zwar am 14.10. und Evil Within ist gerade rausgekommen und das bringt mich dazu, es einfach erstmal schon mal anzutesten, bevor wir es dann einfügen in unsere Reihe, sage ich mal, von Spielen, die wir eben jede Woche, jeden Tag immer unterschiedliche Spiele spielen. Muss mal gucken, wo ich The Evil Within noch einquetsche. Aber wie gesagt, ein Horrorspiel von den Machern oder vom Erfinder von Resident Evil, dessen Namen ich gerade nicht so richtig im Kopf habe und aussprechen kann. Aber ihr werdet mir sicherlich auf die Sprünge helfen können. Und deswegen starten wir jetzt gleich mal. Die Markierung in der Mitte gerade noch zu sehen ist. Ah, so ist das schon in Ordnung. Machen wir mal Einsteiger. Ich weiß jetzt noch nicht, wie schwer es werden wird, aber da wir viel schleichen müssen und ich nicht so der Schleichertyp bin, werde ich das wahrscheinlich mal so machen. Was mache ich da wieder? Ah. Müssen wir uns drauf gefasst machen, hier Horror Games zu spielen. Im Oktober nicht ungewöhnlich. Alle Einheiten 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 1-4, verstanden. Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1-4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gebt der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Schöne Grafik. Wundervoll. Auch mit dem Regeneffekt hier auf der Kamera finde ich sehr, sehr nice. Gut, gucken wir mal. Es wird bestimmt so eine Art Tutorial jetzt erstmal sein. Ich kann rennen, aber ich kann nicht wirklich gehen. Also er rennt auf jeden Fall. Keine Waffen mehr in den Autos. Ja, und die Cops sind alle verschwunden, oder was? Das ist aber nicht gut. Oh, was haben wir denn hier? Der Computer ist noch an. Das sieht nicht aus wie ein Polizeiauto. Wahrscheinlich von den Angestellten irgendwas. Muss ich hier irgendwas Bestimmtes finden oder soll ich hier nur bis zu dem Haus rennen? Liegt da ein Zettel? Ne, ist kein Zettel. Geht nicht ohne mich rein! Wartet auf mich! Ich bin doch hier der Held. Achso, ihr wollt, dass ich reingehe. Alleine? Ach, Melu.
riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Habe ich auch eine Knarre, die ich benutzen kann für den, der das hier getan hat. Wer auch immer das getan hat. Oh Mann, die Schwestern, die Patienten. Also entweder sind hier ein paar Irre ausgebüxt. Oder hier ist mehr passiert. Wo lebt noch jemand? Oh, der lebt nicht mehr. Der ist einfach nur umgefallen. So viel Blut. Ich meine, es ist ein Horror-Game, aber so viel Blut. Die haben einfach zu viel fern gesehen wahrscheinlich. Da sind die Köpfe explodiert. Oder die Herzschrittmacher, was auch immer. Oh, hier hinten, hinter der Rezeption. Und vor allen Dingen gleich drei hinter der Rezeption. Warum liegen hinter der Rezeption so viele? Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvikus. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Ja, grafisch auf jeden Fall schön umgesetzt. Auch dieser Lichtblendeneffekt, den es hier gibt. Diese Lichtreflektion auf der Kamera, auch sehr schön. Das macht ja auch J.J. Abrams macht das ja auch sehr gerne. Dann sieht das natürlich immer ein bisschen cinematischer und realistischer aus, wenn sich ein bisschen was spiegelt. Oh, Kameras. Oh, das ist das Einsatzteam hier, oder? What the? Oh, der ist schnell. Was? Na? Okay, wir sind nicht tot. Das ist schon mal vorteilhaft. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Das war The Evil Within. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, wer bist du denn, Hübscher? Ja, hat mich auch gefreut. Wir können doch Freunde sein. Maus bewegen, Kamera drehen. Ja, ich bewege ja die Maus. Wie widerlich. Tschüssi, mach's gut. Lass mich nicht so lange allein. Leertaste wiederholt drücken. Aha, ja, das Messer holst dir, holst dir. Sehr gut. Ah, ich hoffe, das hat er nicht gehört. Ich schätze mal, wir müssen schleichen. Ich habe keine Waffe. Und der Typ ist wahrscheinlich stärker als wir. Steuerung ist schleichen. Oh, guck mal. Es gibt was Leckeres zu essen. Ruf mich, wenn das Essen fertig ist. Liegt da irgendwas, was ich nehmen kann? Nein. Den dreh dich nicht um. Oh. Schreddert was. Ich dachte, ich kann hier durch. Kann ich hier durch. Okay, ich kann nicht hier durch. Alles klar. Gut bedeutet. Wo ist er hin?
Scheiße! Ist ja gar nicht so grausam. Okay. Das heißt schon mal, wir haben gefühlte 5 Minuten gespielt und ich bin gestorben. Alles klar. Woher weiß ich denn, wo ich hin muss? Ich muss mich bestimmt hier an dem Typ vorbeischleichen, oder? Oh oh. Okay, er geht dahinter. Hier kommen wir nicht lang. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem der Klinik eingebaut wurde. Ach Scheiße, komm. Das ist nicht dein Ernst. Tja. Sehr viel Kunstblut haben sie hier auf jeden Fall verwendet. Und ich weiß auch warum. Speziell für mich. So, jetzt müssen wir warten, bis der Typ sich bewegt, sich uns den Schlüssel schnappen und dann schön abhauen. Hoffentlich. Also wir müssen auf jeden Fall nicht dahinter, wo der Typ sich hinlurcht. Sondern wir müssen uns einfach diesen Schlüssel hier nehmen. Ach, Leertaste, was? Boah, da hängt noch ein Stück Darm raus. Der hat den nicht mal richtig ausgeweidet. Ich bin weg, ich bin weg. Okay, er kommt wieder. Er wendet sich wieder seiner Arbeit zu und ja, da fallen wieder Kadaver raus. Ha, jetzt kann ich hier aufschließen. Sehr gut. Mach schnell, der Typ kommt bestimmt wieder. Ich will nicht schon wieder geköpft und handlos werden. Oh Mann, wie ich ihn hasse. Kontrollpunkt. Yay. Wo ist denn der Typ hin? Oh, der ist weg. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt doch hoffentlich nicht, der ist hinter uns. Ja, oder sowas. Wo ist denn der Typ? Metzgermeister Joe, wo bist du? Oh, nicht gut. Scheiße. War das absichtlich so? Okay. Schifft es immer noch rennen. Okay. Ah, bitte nicht. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Endlich untersuchen, öffnen. Ekelhaft, widerlich. Wah, so viel Blut. Immer noch. Warum? Warum so viel Blut? Muss doch nicht sein. Wir können uns doch einigen alle. Ich gehe hier lebend raus und erzähle niemanden von dieser Metzgerei hier und alle haben
haben ihren Frieden gefunden. Scheiße, das ist ja voll wie Texas Chainsaw Massacre oder so. Ach so, jetzt kommt kein Hinweis mehr, wenn ich Türen aufmachen kann. Okay. Ich gehe erstmal dahinter. Vielleicht finde ich irgendwas Weltbewegendes, was mir den Abend versüßt und mich rettet und mich vielleicht heilt. Anscheinend nicht. Okay. Versuch was wert. Versuch macht klug. Ah, ich bin verletzt. Ich kann nicht so schnell rennen. Das heißt, wenn er noch einmal hinter uns her rennt, dann haben wir ein Problem. Was hat er denn? Das infiziert sich doch. Ja gut, wir sind ja eh gerade durch sonstiges Gekröse geschlittert hier. Da wird sich das wahrscheinlich auch anderweitig infiziert haben schon. Kommt da jetzt der Typ raus? Ich hoffe nicht. Muss ich jetzt da lang oder da lang? Okay, was ist denn hier? Schönes oder nicht so schönes? Irgendwas, was man gebrauchen kann? Ne. Kann man sich höchstens drin verstecken vielleicht. Weiß nicht, ob das nochmal wichtig wird oder ob das einfach nur ein Raum ist, in den man reingehen konnte. Okay. Wo geht's hier raus? Der lebt doch noch, oder? Und schnappt gleich nach uns, oder? Alte Notizen aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebt. R. Punkt. Okay, verschlossenes Tor am anderen Ende der Kanalisation und eine Leiter, die in den alten Trakt führt. Dann ein Aufzug. Und das sollte wahrscheinlich der sein, der es eventuell schafft, aber wahrscheinlich nicht geschafft hat. Ich versuche nochmal mein Glück hier. Okay, das ist eine Tür, die geht nicht auf. Warum auch? Wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ist ein Schloss. Ist verschlossen. Okay. Alles cool. Alles verschlossen, alles cool. Keine Wahnsinnigen oder Irren, die mich in der Dunkelheit erwarten. Nein. Und ein Spind, in dem ich mich eventuell verstecken könnte. Ist das die Leiter, die hier gemeint war? Oder ist das die falsche Leiter? Naja, falls mich oben ein Irrer erwartet, weiß ich ja genau, was passiert. Oh Mann. Und ich habe keine Knarre. Ich habe nichts. Mal ganz kurz aufhören zu klettern. Man weiß ja nie, ob irgendwas einem den Kopf abreißen möchte. Denn alles in diesem Spiel will uns wahrscheinlich den Kopf abreißen, soweit ich die Trailer gesehen habe. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr, STM. Systemtest beginnt. 13.15 Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verlust minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. Gehirnwellensynchronisation im Heizraum? 13.30 Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. 13.45. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch immer bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, bleiben die Gehirnwellen zwischen Probanden und wird synchron. 14 Uhr. Er, dieser Mann, ist aufgetaucht. Okay, und damit er ist wahrscheinlich der Typ aus den Videos gemeint. Oder aus dem Video, der uns da eiskalt erwischt hatte.
schätze ich jetzt mal ganz stark. Okay, ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Hier ist scheinbar nicht mehr viel. Außer ein roter Knopf, den können wir drücken. Will ich das? Fire Alert. Ein Fire Alert auszulösen wäre jetzt denkbar schlecht. Okay, ein Kontrollpunkt aktiviert. Das heißt immer, wir sind wahrscheinlich kurz davor zu sterben. Okay. Ich bin nicht da, ich bin unsichtbar. Oh, der hat uns aber voll mit der Kettensäge am Bein erwischt, ey. Das ist so eine Scheiße. Oh, das Blut, das sich ja jetzt erst ist. Oh, das wird ihm sagen, wo wir lang gegangen sind, wahrscheinlich. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Hier jemand? Nein. Kettensägen-Typ, wollte ich sagen. Das ist nicht gut an. Oh oh. Jetzt. Oh Scheiße, da kommt ja rein tatsächlich, oder? Oh fuck, das war so klar. Kann ich mich hier im Spind verstecken oder so? Oh, er hat uns gesehen, oder? Oh, die Tür ist zu. Versteck dich mit dem Steuerungssymbol. Ja, würde ich ja gern. Aber der Typ ist hinter uns her. Ich hab's verpasst, mich zu verstecken. Kann ich mich da drin verstecken? Nein, da drin kann ich nicht. Geht doch weg! Ah, wieso ist der so langsam? War der nicht vorne übelst schnell? Ja, ich hab's verpasst, mich zu verstecken. Es tut mir ja leid. Klappt jetzt bestimmt super, weil er uns auch gesehen hat, wie wir da reingegangen sind. Wusste ich's doch. Ja, da habe ich zu langsam reagiert. Ich hätte mich ja vielleicht vorwarnen können und sagen können, hier, so kannst du dich verstecken. Und nicht, als ich kurz vor dem Spind gestanden habe. So, ist hier noch irgendwas zu mitnehmen? Nein. Kann ich die Türen eigentlich auch hinter mir einfach zumachen irgendwie? Auch nicht. Wir sind aufgeschmissen. So, jetzt aber. Mich doch nicht gesehen, wo ich lang bin, oder? Hoffe ich mal stark. Ach, ist der hübsch. Das ist ja fast wie bei Outlast hier, unser lieber guter. Wie ist er denn? Typ halt. Okay. Er sitzt da rein, ich schätze mal. Die können jetzt hier durch. So, ein Gegner befindet sich in der Nähe. Entdeckung, ein Gegner hatte ich bemerkt. Erscheint das Entdeckungssymbol. Komm schon. Nein, geh nicht hier lang. Ich geh den Spind zurück.
Wer weiß, wo der lang geht. Ich gehe erstmal in den Spind. Ich bin im Spind sicher, solange er nicht auf die Idee kommt, unsere Fußspuren zu lesen, die ja aus dem, also mit Blut verdingsbummt sind. Oh, der ist nah, oder? Oh, das hört sich nicht gut an. Oh mein Gott, was macht er denn? Zersägt er hier Betten? Die Frage ist, wo muss ich denn lang? Hat er nicht gesehen? Nein. Er darf mich nicht sehen. Ah, ich weiß, dass er mich nicht sehen darf. Deswegen schleiche ich ja hier lang. Hoffe mal, dass er... So, hier kann ich mich verstecken. Kann ich da sehen, wenn er jetzt zum Beispiel hier rausgeht oder so? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, der kommt. Okay. Aber der kann uns ja nicht entdecken. Wir sind ja im Spind. Das heißt, der latscht jetzt irgendwo anders lang und öffnet uns vielleicht dadurch einen Weg. Oh Scheiße, der macht alles kaputt. Und er geht wieder rein. Okay. Ich geh mal wieder raus. Oh, das hört sich nicht gut an. Der zerlegt aber auch alles da, wo man sich verstecken könnte. Oh, kommt der jetzt hier durch? Oh ja, er kommt da durch. Gesehen? Nee, oder? Oh Scheiße, er hat uns gesehen. Okay, weg hier. Shit, was mache ich denn hier? Wo muss ich denn hin? Geh weg! Hau ab! Rück mir nicht auf die Pelle! Du Alter! Ist hier ein Spind? Hier ist kein Spind. Scheiße, ist kein Spind. Haben wir ihn abgehängt? Oh, fuck. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Der Arme. Fahrstuhl. Ja, komm. Ab in den Fahrstuhl. Komm schon. Komm schon. Das war verdammt nochmal knapp. Kettensägen, Leute, ich hasse sie. Ich will die Kettensäge und nicht die Typen, ey. Zigaretten sind auch kaputt. Und nicht mal mehr eine rauchen, der Arme. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself around.
choked tight in the noose. The evil within. Ende. Okay, da vorne ist gerade eine Tür auf und zugegangen. Und was es mit dieser Tür auf sich hat und warum die immer hin und her sich bewegt und ob uns der Kettensägenmann noch weiter verfolgt auf diesem Stockwerk, das erfahrt ihr, meine lieben Freunde, in der nächsten Folge von The Evil Within. Also, bis dahin, meine lieben Buddies. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen und einen Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Bis dahin, ciao, bis zum nächsten Video.